Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem ID-Kanal. Heute schauen wir uns wieder einmal auf dem Kanal von BK4 Nintendo Switch alle Fehler an. Leute, wir haben das Ganze mit PlayStation gemacht, wir haben das Ganze mit Xbox gemacht. Jetzt dachte ich, machen wir das einmal mit einer Nintendo-Konsole. Es gibt so viele Nintendo-Konsolen, da gibt es Nintendo DS, DSi, 3DS, Nintendo GameCube, Game Boy Advance, SP und so weiter und so fort, Leute. Also wenn ihr darauf Bock habt, lasst jetzt schon einen Daumen nach oben. Das sagen wir, Leute, bei 750 Likes, sollten wir das hier in diesem Video schaffen, wird es auf jeden Fall eine weitere Nintendo-Episode geben zu einer Nintendo-Heimkonsole. Zu Nintendo DS und so werden wir es, glaube ich, an sich auch so machen. Also Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht gerne den Kanal zu abonnieren und ich würde sagen, wir starten mit dem Video und ich hoffe, hier wird diesmal kein Jumpscare kommen. Hoffentlich. Mal hoffentlich. Naja. Dachtest du, ich erschreck mich davon? Nein. So, hier geht es übrigens um die ursprüngliche Switch, also nicht um das Switch OLED-Modell. Das Video ist schon etwas älter. Der erste Fehler, Software ist geschlossen, ja okay, wegen einem Fehler. Schwierigkeit unbekannt. Dieser Fehler passiert nur, wenn eine App oder ein Spiel crasht. Hat wahrscheinlich jeder von euch auf der Switch schon mal erlebt, eventuell auf dem einen oder anderen Wege. What's gonna happen? The software was closed because an error occurred. Ja, das hatte ich auch ein paar Mal. That's Zelda for you. Das passiert manchmal. Color Screen of Death, das hatte ich noch nie. Also das war der einzige Fehler, den ich auf der Nintendo Switch insgesamt hatte. Sonst ist nie was vorgekommen. Schwierigkeit unbekannt. Dieser Fehler könnte passieren jederzeit, wenn irgendetwas sehr, sehr falsch mit der Konsole passiert ist. Vielleicht ist das BIOS corrupted, Daten fehlen, fehlende Daten, irgendeine Sache wie, ja, geht kaputt wie ein Lüfter oder keine Ahnung, irgendetwas Lebensnotwendiges für die Konsole. Da wird irgendeine Farbe auf dem Bildschirm gezeigt. Für diese werden wir nur das Lila zeigen. Hä, als ob da eine Farbe einfach kommt. Als ob da jetzt einfach so eine random Farbe kommt. Okay, Tatsache, das ist einfach ein lila Bildschirm. Das sieht so aus, als würde es sich in die Welt ziehen wollen. Komm rein. Oder ist es Waluigis Zeichen, dass er in Smash sein möchte? Okay, jetzt ist sie ausgegangen. Aber komisch, Leute, es ist einfach eine Farbe. Purple Screen of Death. Lustig. Habe ich noch nie gesehen. Habe ich eigentlich noch nie gesehen, Leute. Krass. Muss ich sagen. Ja. Props an die Nintendo Switch. Überhitzungsfehler. Die Konsole ist viel zu heiß. Schwierigkeit sehr hart. Ja, passiert nur, wenn deine Konsole überhitzt. Ist wahrscheinlich wegen Staub und so. Du kannst aber auch den Lüfter von der Konsole abtrennen und dann wird so etwas gezeigt. Ja, okay, das wurde mir noch nie angezeigt, dass die Switch zu heiß ist. Aber mein Lüfter ist einmal kaputt gegangen. Oh mein Gott. Die Konsole ist zu warm. Es wird nun in den Sleep Mode gebracht. Er ist ein bisschen unscharf zu lesen. Fehlercodes. Okay. Schwierigkeit unbekannt. Passiert jederzeit, wenn der etwas mit der Konsole falsch ist. Die Cartridge, SD-Karte, Konsole friert ein, Spiel crasht und so weiter. Jedes dieser Fehler hat einen unterschiedlichen Code. Es scheint einfach nur ein paar Beispiele zu geben, wie es aussieht. Da bin ich mal gespannt. Please hold the power button for... Wait. Halte den Power-Knopf für 12 Sekunden. Wird es das in einen Spezialmodus bringen? Wenn dieser... Macht das übrigens nicht, wenn eure Switch-Konsole funktioniert. Ich glaube, das könnte ein Hard-Reset sein. Vielleicht werden die Daten dann gelöscht. Weiß ich nicht. Wenn dieses Problem bleibt, ja, melde dich beim Nintendo Support. Komisch.
Ja, irgendein Fehler ist da aufgetreten. Ich glaube, der Lüfter ist broken. The update software for the games. I thought it was my cartridge, but it wasn't. It was actually the memory card that was the problem. So, it took me a while. As you can see, it does this error and doesn't want to download. And I'm going to plug it into the bottom here. And you'll see now that in a few seconds it will throw up an error code. There we go. Was steckt der denn da ein, Alter? Was steckt der denn da ein? Was ist das? Das ist offensichtlich keine normale SD-Karte oder so. Ich glaube, das ist ein HDMI-Transmitter oder so, der das überträgt. An error has occurred and this is the error code you can see. 2011030. Na, dann steckt das right. Teil halt nicht really rein. Easy to solve this one, so just this might help one. Help a lot of you guys, cause you... Oh, wisst ihr, was ich nicht mag? Yeah. Wisst ihr, was ich nicht mag? Man holt sich ja immer so eine Schutzfolie, damit so eine Konsole nicht kaputt geht, ne? Aber wenn die Schutzfolie kaputt geht, dann holt euch eine neue Schutzfolie. Ihr habt ein Second Life bekommen. Macht die ab. Weil das sieht ja noch schlimmer aus, als wenn da jetzt keine dran wäre. Ich verstehe nicht diese Leute, die einen Bruch in einem Displayschutz haben und dann denken, ja, mehr fürs Geld, Alter. Doppelt hält besser. Nein, das Ding ist jetzt noch anfälliger für Risse und so. Und eventuell beim nächsten Sturz könnten diese Risse wirklich ins Display reindrücken, weil da schon, das ist schon angeschwächt. Leute, hier, ich habe noch nie ein Glas gebrochen, so. Ich habe nix. Mir sind Dinge ab und zu mal runtergefallen, aber noch nie ist mir das Glas gebrochen. Und ich habe immer, Leute, doppelten Schutz hier. Momentane Hülle, ich weiß, Hüllen sind super hässlich auf Handys. Ich mag es persönlich sehr, ohne Hülle zu benutzen. Aber macht die einfach ab. Seemed like you couldn't find the reason for this code. The code error is 2153-0321. And as you can see, it's telling me an error has occurred. Please press the power button to restart the console. Don't know how well you guys can see that, but... Na, dann mach das mal. And watch, I'm gonna press it, and it turns off, but it turns right back. Oh, ey, Alter, was? Bruder, da steht Halte gedrückt für 12 Sekunden. Er macht an, er macht aus. Er sagt, funktioniert nicht. Leute, lesen. Wer lesen kann, ist im Vorteil. So, kommt jetzt noch ein Jumpscare? Weiß ich jetzt nicht. Hä, ja, da kommt wirklich ein Jumpscare. Leute, macht euch gefasst. Ich mach's leiser. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Bruder, ich wusste es, Junge. Ich wusste das. Ich war darauf vorbereitet. Ich kenne dich mittlerweile. Ich wusste es. Du kannst mich nicht. Selbst das hat mich gejumpscared. Alter, das ist ein 4-Minuten-Video. Und man hat so kurz vor Ende noch dieses BOOM! Alter, das war mit Lautstärke reduziert? Wie hört sich das denn an, wenn die Lautstärke nicht reduziert ist? Das hören wir uns jetzt nochmal an. Wow. Das höre ich mir jetzt nochmal ganz genau an, Leute. Mit normaler Lautstärke. Oh. Oh! Ich muss meine Tabletten nehmen. Ich glaube, die wirken nicht. Oh. Keine Sorge, Leute, es ist für meine Krankheit. Alter, ich sag's euch ohne Witz, er macht das in jedem Video. Gut, dass er es nicht mal am Anfang macht. Aber am Ende des Videos. Boah, Junge, immer mit seinen Gran Turismo-Autos. Immer mit seinen Gran Turismo-Autos. Leute... Das war's von dem Video. Bei 750 Likes gibt's noch eine Folge. Alter, immerhin, ich wusste... Mittlerweile weiß man, dass er einen jumpscared. Was sagen denn die Kommentare dazu? Did you get into a BK4 video? Yes. What did it cost? My Nintendo Switch. Imagine...
Who else just getting really scared for absolutely no reason when you when you watch any kind of these videos? Maybe it's just me. I have a Switch. These videos reminds me. Alter, keiner schreibt wegen dem Jumpscare. Alter, niemand. Niemand? Niemand schreibt wegen dem Jumpscare? I just got jumpscared so hard, lol. Ja, hier. Oh, okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.